Alle Mann auf den Platz und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bis auf Christian Pander, der die erste Trainingseinheit im Hinblick auf das Spiel in Gladbach am Sonntag aufgrund von Innenbandbeschwerden im linken Knie verpasste, standen Chefcoach Taifun Korkut alle Mann zur Verfügung. Auch Markus Miller und André Hoffmann. Nach dem Training nutzte 96TV bei herrlichem Nieselregen die Gunst der Stunde und bat Hoffi zum Interview. Ja, wir begrüßen hier bei uns endlich wieder auf dem Trainingsplatz im Mannschaftstraining André Hoffmann. André, wie geht's dir nach der ersten Trainingseinheit mit der Mannschaft? Ja, hervorragend. Das ist für mich ein absolutes Glücksgefühl. Also ich bin lange raus gewesen und endlich wieder mit der Mannschaft zu sein, ist für mich einfach nur schön. Wie war es gestern Abend für dich? Konntest du gut einpennen oder warst du so voller Adrenalin? Ja, es war angedacht eigentlich, dass ich den ersten Teil mitmache und danach rausgehe. Mein Trainer hat das Training allerdings so gesteuert, dass ich die ganze Zeit neutraler Mann sein konnte. Von daher war es für mich optimal, heute über die volle Distanz komplett mitzutrainieren. Ja, ich war natürlich schon ein Stück weit aufgeregt, weil nach so langer Zeit ist natürlich was Besonderes. Wir haben uns ja im November unterhalten, haben wir dich gesehen im Aufbautraining so ein bisschen. Hattest du gesagt, es geht Schritt für Schritt. Das ist jetzt natürlich ein ganz großer Schritt nach vorne, oder? Absolut, wenn nicht der größte. Der Sprung vom Einzeltraining in das Mannschaftstraining ist ein Meilenstein. Das ist für mich extrem wichtig, auch für den Kopf, endlich wieder mit der Mannschaft zu sein, zusammen in der Kabine zu sein, zusammen rauszugehen. Das ist für mich unheimlich wichtig, weil ich ein absoluter Teamplayer bin. Und von daher bin ich froh darüber, aber ich weiß natürlich, dass es nichtsdestotrotz noch ein langer Weg für mich ist, wieder der Alte zu sein. Deshalb bin ich unheimlich glücklich, dass ich schon heute mit eingebaut wurde und kann über die Trainingseinheiten zur Altersstärke zurückfinden. Gerade eben hast du gar nicht gesehen, mal Maurice Hirsch hinter dir hat ein bisschen Applaus gegeben. Applaus gab es, glaube ich, auch. War es für dich so im Mannschaftskreis gerade vorhin auf dem Platz? Ja, ich würde natürlich herzlich begrüßen nach den einigen Monaten. Markus Miller war auch mit dabei. Ist natürlich ein schönes Gefühl, wieder dabei zu sein und dann so auf dem Platz begrüßt zu werden. Jetzt lass uns nochmal aufs Sportliche gucken. So die Rückrundenstart hat jetzt nicht so gut geklappt, sagen wir es mal positiv ausgedrückt. Das Bayern-Spiel hat aber ein bisschen Schwung gegeben, oder? Ja, absolut. Also ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden oder diskutieren, ob die Mannschaft intakt ist oder nicht. Ich denke, wenn man so lange nicht gewinnt oder das ganze Jahr noch nicht gewonnen hat und dann gegen Bayern so ein Spiel zeigt, denke ich, ist offensichtlich, dass das Mannschaftsgefüge stimmt. Und von daher bin ich auch fest davon überzeugt, dass die Siege wiederkommen werden. Wir müssen natürlich sehr, sehr hart arbeiten, müssen hochkonzentriert arbeiten, weil es ist ein hartes Stück Arbeit. Aber wie gesagt, die Stimmung innerhalb der Mannschaft gibt mir die Überzeugung, dass wir bald wieder gewinnen werden. Vielleicht schon in Gladbach? Ja, warum nicht? Ich meine, den Schwung aus dem Bayern-Spiel müssen wir natürlich mitnehmen und von daher sollte schon unser Ziel sein, da was mitzunehmen. Und warum nicht auch 3 Punkte? Abschließende Frage, jetzt nochmal auf dich gemünzt. Du hattest uns gesagt, Schritt für Schritt. Wie sehen deine nächsten Schritte jetzt aus? Ja, ich denke, ich werde jeden Tag jetzt Teile mit der Mannschaft mitmachen. Natürlich werde ich, ich sag mal, die Zweikämpfe oder so werde ich noch ein Stück weit rausgelassen, damit ich nicht einen Schritt überspringe. Von daher bin ich unheimlich froh, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Werde immer wieder jeden Tag Teile mitmachen, um in einigen Wochen dann auch vollwärts eingesetzt zu werden. André, alles Gute dir. Danke dir.